Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Traden auf Wolke 7. Und wir machen diese Webinarreihe mit Martin Görsch. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns diese Veranstaltung macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer schauen wir uns direkt den Risikohinweis an, auch wenn der Martin das eben kurz überspringen wollte, aber so geht's nicht. Und ja, wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und diese Veranstaltung ist bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen. Ja, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich gerne an der Stelle pausieren und den Text durchlesen. Gut, lieber Martin, dann bin ich sehr gespannt, was du heute für uns mitgebracht hast und ich übergebe den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, ja, vielen Dank. Gespannt bin ich da auch. Schauen wir mal, was heute Gute mit dabei ist. Voraussetzung. Naja, ich habe ja noch gar nicht alles durchgeguckt. Wir werden ja nachher mal wieder ein bisschen durch den Screener schauen und mal sehen, was sich da vielleicht für heute sonst noch so ergibt. Ja, dann also auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen, schönen guten Abend. Freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid hier beim Ichimoku Webinar. Vielen Dank, Nelson, für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu sagen und für die nette Einführung. Und dann würde ich sagen, da wir den Risk Disclaimer ja hier schon durch haben, starten wir mal am besten direkt mit der Handelsplattform. Also, ach so, vielleicht einmal noch kurz für alle, die es nicht wissen, dass der kleine Karton, der hier auf dem Bild ist, das ist quasi die stilisierte Verpackung vom Top Trader Signals Add-on. Dieses Top Trader Signals Add-on gibt es für den Agena Trader und das, was wir heute hier machen, die ganzen Ichimoku-Handelssignale, die wir heute hier filtern und durchschauen, die sind unter anderem Bestandteil von diesem Add-on, zusammen auch mit dem Görsch-Trend-Indikator und mit noch vielen weiteren Handelssignalen, die auf Tagesbasis basieren, die also für kurz- bis mittelfristige Swing-Trades geeignet sind. Da gibt es dann auch im Handbuch immer die entsprechenden Erläuterungen dazu. Wer das gerne mal probieren möchte und schon FX-Flat-Kunde ist, kann das natürlich machen. Über einen Agena Trader kann sich jeder Agena Trader-Nutzer hier für 2 Wochen eine kostenlose Demo besorgen. Wer noch kein FX-Flat-Handelskonto hat und gerne eines hätte, der kann das dann tun, indem er über meine Website unter dem Punkt Handelskonto, glaube ich. Ich schaue mal ganz kurz da rein. Ich zeige das einmal. Das geht ganz schnell. Dann zeige ich euch nämlich mal, wie ihr quasi an dieses Add-on kommen könnt, ohne groß dafür zu bezahlen. Also hier gibt es den Punkt Handelskonto und da ist hier der dritte Punkt FX Flat. Und wenn man hier drauf geht, dann kommt man hier auf die Seite zur Kontoeröffnung und da ist dann tatsächlich, wenn man hier das Konto eröffnet, für 3 Monate das Top Trader Signals Add-on kostenlos mit dabei. Dann kann man also 3 Monate lang das ausprobieren, was wir jetzt hier heute machen, kann schauen, wie man damit klarkommt. Und ich gehe schwer davon aus, jeder, der das ein bisschen intensiver nutzt, der wird feststellen, dass das doch eine sehr sinnvolle Variante ist, um gute Trades in Aktien zu finden. Und der kann dann auch im Nachgang da natürlich, ich glaube, für knapp 20 € im Monat sind das auch längerfristig dabei sein. Okay, dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ich würde sagen, wir starten hier wie immer mit dem Gesamtmarkt, mit dem S&P 500. Und da sehen wir schon, ja, sehr viele grüne Kerzen hier in der letzten Zeit. Wir haben eine exorbitante Rallye gesehen hier im S&P 500. Und zwar hatten wir das Tief hier Anfang Oktober. Jetzt haben wir wohlgemerkt Anfang November. Wir sind also hier gerade mal 5 Wochen durchgehandelt und der S&P hat in diesen 5 Wochen hier mehr als 10% Performance gemacht. Das ist echt viel. Und man sieht es eben auch am Momentum, was hier drin ist, ja, wie heftig diese Bewegung gelaufen ist. Dass wir vielleicht gleich mal gucken hier mit dem Görsch-Trend, wie das Ganze hier aussieht. Da sehen wir ab dem Ausbruch hier über dieses letzte Zwischenhoch, im Prinzip da, wo diese neue Aufwärtssequenz begonnen hat,
haben wir das Ganze hier auch wieder deutlicher auf der Long-Seite gehabt. Und wir hatten uns auch beim letzten Termin hier vom Ichimoku-Seminar oder vom Ichimoku-Webinar angeschaut, dass das auch genau der Bereich ist, der für uns trendtechnisch sehr, sehr interessant ist, wo wir dann nämlich wieder klar in die Aufwärtssequenz rutschen und dann hier auch noch das letzte Hoch aus dem Markt nehmen, 4470. Und ich hatte gesagt, bis wir da sind, müssen wir einfach ein bisschen vorsichtiger sein in den Märkten. Und von da an ist dann wieder Long Only angesagt. Und im Prinzip alles, was wir aufbauen, sollte sich dann auch in die Long-Richtung bewegen. Ich hoffe, ihr habt das umgesetzt, was wir hier das letzte Mal besprochen haben. Dann wart ihr nämlich bei dieser gesamten Party hier mit dabei, entweder im Index oder in sinnvollen Einzeltiteln. Da war auf jeden Fall eine ganze Menge zu verdienen in den letzten Wochen. Und jetzt werden wir schauen, wie das Ganze weiterläuft. Wir haben heute erstmal keine großen Impulse mehr gesehen. Wenn wir uns das anschauen, dann sind wir heute auf dem Montag. Wenn ich das hier mal ein bisschen ranzoome, dann erkennt man das vielleicht ganz gut. Da sind wir erstmal noch in einem Inside Bar gefangen. Das heißt, dass das Tief von heute liegt über dem Tief von Freitag, das Hoch von heute liegt unter dem Hoch von Freitag. Das ist ein sogenannter Inside Bar oder ein Inside Day. Ein Inside Day ist ja immer ein bisschen müde, weil wir da im Prinzip erstmal noch keine neuen Informationen bekommen. Kann aber dann für den Nachfolgetag ganz interessant sein, nämlich wenn wir über das Hoch oder unter das Tief dieses Inside Bar gehen. Jetzt ist der Tag ja heute auch noch nicht zu Ende. Wir haben hier noch 4 Stunden Haupthandelszeit. Es kann natürlich sein, dass wir hier noch unten drunter rutschen. Es kann auch sein, dass wir uns zum Ende des Tages nochmal deutlich nach oben bewegen. Das wissen wir also tatsächlich erst, wenn der Tag rum ist. Ja, aber prinzipiell ist das hier so ein erstes kleines Warnzeichen, ja, dass es vielleicht nicht auf ewig so weitergeht, wie wir es hier die letzten 4, 5 Wochen gesehen haben, sondern dass wir hier vielleicht jetzt auch mal ein bisschen eine Korrektur in den Markt reinkriegen. Was im Prinzip auch gar nicht so ungewöhnlich wäre oder gar nicht so ungünstig wäre. Denn das, was wir eben heute gesehen haben, ist übers Wochenende ist dieses Infrastrukturpaket von Biden abgesegnet worden in Größenordnung, ich glaube 1,2 Billionen, um die es da geht. Das ist recht groß. Das ist nicht so groß, wie es gerne gehabt hätte, aber es ist immer noch relativ viel Geld, was da in die Märkte wieder reingeht, was also überwiegend dann in die Wirtschaft geht. Sollte positiv sich auswirken auf den Gesamtmarkt. Es sieht aber momentan so aus, als wären diese News hier schon eingepreist gewesen und jetzt im Moment pausieren wir hier gerade so ein bisschen und liegen auf dem Level 4690 Punkte. Das Kursziel, was wir hier haben für die laufende Bewegung. Das hatten wir uns auch schon häufiger angeschaut. Das finden wir relativ leicht, indem wir uns einfach die Höhe der letzten Korrektur hier reinnehmen. Und dann kommen wir so auf ungefähr 4830 Punkte im S&P als Kursziel für die laufende Aufwärtsbewegung. Das ist eine ganz typische Variante. So suche ich sehr gerne meine Kursziele. Das mache ich bei Rohstoffen so, das mache ich bei Einzelaktien so und natürlich auch bei Indizes. Und damit hat man immer ein ganz gutes Gefühl, bis wohin denn diese Bewegung noch laufen könnte. Aber nicht falsch verstehen. Das heißt natürlich mitnichten, dass der Move hier einfach so weiterläuft, bis wir irgendwo hier oben angekommen sind. Ja, sondern es ist ja völlig normal, dass wir das Ganze hier eher in einem Trendmuster bekommen. Das heißt, dass wir jetzt auch durchaus nochmal nach unten laufen könnten. Na, und die nächsten größeren Supportbereiche, die liegen hier um 4550 so bis 4600 Punkte vielleicht. Das ist so der große Unterstützungsbereich, den wir jetzt haben. Der kommt hier aus dieser Zone und kommt natürlich auch hier drüben aus diesem Bereich dieses alten Hochs. Also das ist hier ein wichtiger Unterstützungsbereich und es wäre nicht ungesund, wenn der S&P ungefähr so verfahren würde, dass wir zumindest erstmal hier noch in den Bereich 4,6 wieder nach unten kommen, bevor wir uns dann für den Rest des Jahres hier auf die Jahresendrallye begeben und dann Richtung Kursziel hier laufen. Ja, aber am Ende wissen wir es nie. Wir wissen es immer erst, wenn es soweit gekommen ist. Das, was wir machen können, ist, wir können uns für die übergeordnete Trendbewegung, und die ist eben im Moment klar aufwärts gerichtet, das ist nicht nur im S&P so, das ist natürlich auch so, ja, wenn wir uns den
Nasdaq anschauen zum Beispiel, ja, da sieht das Ganze ganz ähnlich aus, sehr, sehr ähnliche Bewegung. Auch beim Nasdaq könnten wir hier nochmal nur fürs Protokoll einmal das Kursziel raussuchen. Das liegt so bei 17.000 Punkten im Nasdaq. Also auch da ist noch eine Wegstrecke zu gehen, bis wir am Ziel sind. Und besonders interessant momentan, was den Markt auch sehr, sehr stark stützen dürfte, ist der Russell 2000, wenn wir uns den anschauen. Der hat sich nämlich hier sehr lange in einer ziemlich ausgeprägten Seitwärtsrange bewegt. Die zeichne ich hier einfach mal ein. Das ungefähr ist die große Range im Russell 2000. Und da kennt ihr ja inzwischen auch schon meinen Ansatz, wenn wir Ranges haben, die sehr lange seitwärts laufen, hier über viele Monate in diesem Fall, und wir kriegen dann den Ausbruch, dann sind diese Ausbrüche meistens recht dynamisch. Das sehen wir hier auch schon über die ganzen letzten Handelstage. Und wir haben es relativ leicht, hier die Kursziele festzulegen, nämlich wenn wir dieses Ausbruchslevel uns suchen und dann die Höhe der Range noch einmal ans Ausbruchslevel dranlegen, dann kommen wir Richtung Kursziel. Und das Kursziel für den Russell 2000 liegt ja also irgendwo zwischen 2590 und 2600 Punkten. Das wäre das, was zu erwarten wäre. Ja, jetzt müssen wir aber auch wissen, immer so Mitte der Range ist ein recht starker Bereich. Wir befinden uns jetzt hier schon fast in der Mitte. Von daher, ja, wäre es auch hier alles andere als ungesund, wenn wir jetzt mal eine kleine Korrektur sehen würden, die uns vielleicht auch nochmal auf diese letzten Hochs hier führt, irgendwo auf diesen Bereich, nämlich aufs Ausbruchslevel nochmal dran. Na, und wir dann hier die nächste Trendbewegung sehen und uns dann auch wieder zum Ende des Jahres hier Richtung Kursziel bewegen könnten. So, long story short, am Ende geht es darum, wir haben uns die Gesamtmärkte angeschaut, sowohl die Nebenwerte hier, die kleinen 2000, als auch den S&P 500 oder den Nasdaq. Im Dow sieht es heute natürlich nicht anders aus. Na, der Dow natürlich immer ein besonderer Profiteur von solchen Infrastrukturpaketen auch. Na nu, jetzt habe ich hier einmal den falschen Button gedrückt. Na, so, machen wir das Ganze nochmal. Da haben wir den Dow. Ja, sehen wir auch die letzten Tage sehr schön, sehr sauber gelaufen. Na, die Kursziele kann man genauso festlegen, wie wir das eben bei den anderen Märkten gemacht haben. Also auch hier noch eine Menge Luft. Ne? Aber wir sehen, das Ganze ist eben auch hier so ein bisschen overextended. Also es ist ein bisschen weit gelaufen. Wir befinden uns sehr weit über der Wolke, ne? Also weit über den gleitenden Durchschnitten. Und das ist einfach ein typischer Bereich, in dem Märkte dann mal ein bisschen korrigieren und ein bisschen zurückkommen. Okay, ach, vielleicht noch kurz am Rande. Ich habe das Chatfeld hier auf, von daher könnt ihr hier gerne eure Fragen reinstellen. Ich sehe auch schon, es gibt hier schon 1, 2, 3, 4 Fragen drin, da schaue ich mal gerade kurz drüber. Gibt es in deinem Add-on ein oder zwei Signale, um in einen bestehenden Trend Aktien auf kleinerer Zeiteinheit reinzukommen? Ja, gibt es. Vielleicht einfach mal das Handbuch runterladen beim Agena Trader und in das Handbuch mal reinschauen. Da sind alle Handelssetups, die da drin sind, beschrieben. Susanne, ob wir mal durch die Rohstoffe durchgehen könnten? Ja, könnten wir machen, aber wer sich mit mir schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass der Bereich Rohstofftrading natürlich bei mir immer insbesondere durch die Auswertung der Commitments of Traders Daten geprägt ist. Und von daher würde das Ganze natürlich Sinn machen, das in Kombination zu betrachten. Ich werde mal, wenn wir hier heute fertig sind, mit dem Nelson sprechen. Wir haben heute den 8. November, dass wir vielleicht in 2 Wochen mal einen Termin machen, wo wir uns gerne die Rohstoffmärkte anschauen können, in Kombination Ichimoku mit Commitments of Traders Daten und da mal schauen, was wir da an guten Handelssignalen finden, dass ich mal zeigen kann, wie man das darauf auch verwendet. Das wäre vielleicht eine ganz schöne Geschichte mal für so einen kleinen Zusatztermin. Also Nelson, vielleicht kannst du, wenn du jetzt zuhörst, schon mal schauen, irgendwie am 15. oder am 22. In einer oder in 2 Wochen, dass wir das da auf den Montag mal machen. Mache ich. Okay, super. So, Mario. Nein, mein Newsletter vom Samstag.
kam tatsächlich diese Woche nicht, weil ich in Wien im Urlaub war. Aber die ganzen letzten Wochen ist immer was rausgegangen, solltest du also auch bekommen haben. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die Trade-Richtung definitiv festgelegt. Wir wollen nach wie vor long sein. Jetzt haben wir natürlich gesehen, die Indizes sind ein bisschen overextended. Das heißt, in den Gesamtindizes müssen wir mit einer Korrektur rechnen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt keine neuen Trades eingehen können. Ja, weil das, was wir ja extra hier machen, ist, wir suchen uns ja Einzelwerte raus, die wir traden wollen. Und da haben wir natürlich immer die Möglichkeit, auch Werte zu nehmen, die gerade in einer Korrektur waren oder die ihre Korrektur beendet haben und jetzt versuchen, aus diesen Korrekturmustern wieder nach oben auszubrechen oder die vielleicht gerade an so Leveln sich befinden wie diesem Ausbruchslevel hier. Ja, wenn wir also Werte finden, die gerade dabei sind, frisch auszubrechen, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die sich auch so ein bisschen vom Gesamtmarkt abkoppeln können. Und auch wenn der Gesamttrend in den Werten etwas dreht, dass wir dann trotzdem die Möglichkeit haben, mit frischen Breakout-Werten weiter eine gute Performance zu machen. Ja, also deswegen gucken wir hier auch immer auf die Einzelwerte. Wir haben ja beim letzten Mal schon kurz über die Sektor-ETFs geschaut. Das machen wir heute auch gerne nochmal hier und gucken uns auch nochmal an, was hier im Moment die einzelnen Sektoren hier sagen. Und ich mache das ja immer so, dass ich das Ganze hier einmal nach der relativen Stärke sortiere und dann sehen wir im Prinzip sofort, was sind denn im Moment die Bereiche, die wir spielen wollen. Da hatten wir beim letzten Mal Technologie und Energie ganz oben. Die sind immer noch recht weit oben, aber überholt inzwischen hier vom Consumer Discretionary Segment. Besonders sinnvoll könnte es also momentan sein, Aktien aus dem Consumer Discretionary Sektor zu wählen. Energy natürlich auch immer noch super interessant, ist auch gerade dabei, hier aus einer Bullflag auszubrechen, also auch insgesamt ein sehr, sehr bullisches Setup weiterhin für alles, was Energiewerte ist. Naja, und Technologie läuft ja sowieso im Moment, ne, wie verrückt. Und ich denke, das ist auch etwas, was sich nicht groß ändern wird. Das sind also immer noch die drei Sektoren, die hier den Ton angeben: Consumer Discretionary, Energy, Technologie. Und ich würde hier auch noch in die Liste mit reinnehmen, den Bereich Real Estate, nämlich dann, wenn wir hier quasi auch aus dieser kleinen Bullflag, die sich jetzt hier bildet, nach oben ausbrechen können, weil mir dieses Level, an dem sich die Konsolidierung hier jetzt bewegt, besonders gut gefällt. Das ist nämlich dieses alte All-Time-High hier. Und wir sind genau an diesem Zwischenhoch momentan, sind hier das erste Mal gescheitert, was sehr gut ist normalerweise. Ja, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wie das hier momentan aussieht, dann haben wir hier eine ganz typische, ganz klassische, ja, zack, zack, eine Tasse Henkel-Formation. Na, und der Breakout hier zur Oberseite, das ist das, was ich hier gerne sehen würde. Und wenn das kommt, ist es eine Möglichkeit, entweder zum Beispiel diesen XLRE, also den Real Estate Select Sector ETF, zum Beispiel als Option zu traden. Ja, die können wir dann also auch hier über FX Flat für diejenigen, die das mit der Interactive Brokers Anbindung haben. Die können natürlich hier auch Optionen handeln. Die in Dollar notierten ETFs selber können wir ja nicht mehr traden, aber man kann das dann relativ simpel umsetzen mit Optionstrades. Oder wir suchen uns dann halt sehr aussichtsreiche Einzelaktien aus diesem Sektor Real Estate raus. Das sind also auch Möglichkeiten, die man machen kann. Beim letzten Mal sind wir durch die Financial Banks durchgegangen und haben uns auch den Energy-Sektor, glaube ich, angeschaut. Ich würde es heute wieder ein bisschen breiter streuen, dass wir also hier nochmal durch den S&P durchgehen. Und da sortiere ich das Ganze hier mal kurz nach den Setups. Und jetzt haben wir alle Setups hier drin. Das sind die ganzen Ichimoku-Setups, die in S&P 500 Aktien hier entstanden sind. Und zwar rot alles, was Short-Setups ist, grün alles, was Long-Setups ist. Und ganz wichtig, das, was jetzt hier hell ist, das sind Setups, die gestern schon reingekommen sind. Das, was hier dunkel ist, sind frische von heute. Die interessieren uns natürlich ganz besonders.
Und jetzt haben wir eben schon gesagt, die Märkte sind in einem klaren Aufwärtstrend. Wir wollen also Long Trades nehmen. Von daher fällt alles, was rot ist, hier auch schon mal aus. Und für die, die schon ein paar Mal dabei waren, die kennen hier auch meinen Zusatzfilter, diesen Görsch-Trend. Der schaut im Prinzip einfach nur mein Trendindikator, Görsch-Trend, auf Tagesbasis und auf Wochenbasis. Das ist das, was hier geprüft wird. Der muss auf Tagesbasis positiv sein und auf Wochenbasis positiv sein. Dann ist dieses Feld Görsch-Trend grün. Wenn der in beiden Zeitebenen, also Tag und Woche, negativ ist, sprich rot, dann ist auch dieses Feld hier rot. Und wenn dieses Feld leer ist, wie wir es zum Beispiel hier im Moment bei Delta Airlines haben, ja, dann sehen wir, auf Tagesbasis sind wir hier grün, auf Wochenbasis sind wir noch leicht rot. Das sind also gegensätzliche Signale. Ja, das haben wir hier auch zum Beispiel bei Caterpillar. Da sehen wir, die Woche ist hier noch grün, Tag ist noch rot. Und damit fallen diese Märkte im Prinzip auch direkt aus. Also das, was ich am liebsten sehen will für meine Trade Setups, ist, dass wir ein Signal kriegen, wie das hier zum Beispiel bei positivem Görsch-Trend auf Tages- und auf Wochenbasis. Das sind also die Setups, die ich mir immer zuerst anschaue. Da haben wir hier Align Technology heute drin als erstes. Das ist das erste, was hier als Long-Setup auftaucht. Taucht deswegen als Long-Setup auf, weil wir hier gerade durch die Wolke nach oben durchbrechen. Na, und das, was wir jetzt hier machen, ist, wir wollen uns immer anschauen, möchten wir dieses Setup gerne handeln, ja oder nein? Und ich habe eine sehr einfache Variante, um festzulegen, ob ich diese Signale, die hier auftauchen, handeln möchte oder nicht. Und zwar mache ich das so, dass ich mir immer anschaue vom aktuellen Kursniveau, also von ungefähr da, wo wir einsteigen würden, wo liegt das nächste Widerstandslevel und wo liegt das nächste Unterstützungslevel? Denn danach bestimme ich natürlich, wo müsste mein Stop in der entsprechenden Aktie hin. Ja, und auch, wo würde das Ziel liegen? Und jetzt sehe ich hier bei Align Technology, wir sind hier an diese ganzen alten Tiefs rangelaufen. Das ist genau das Level, an dem wir uns jetzt befinden. Dieser ganze Bereich hier ist Widerstand. Ja, das kann ich hier mal kurz einzeichnen. Das ist hier ein Widerstandsbereich. Na, der beginnt hier unten ungefähr an dem unteren Feld dieser Seitwärtsrange, na, ungefähr hier, und zieht sich bis hier rauf. Und jetzt sehen wir halt, okay, das sieht alles super nice aus hier die letzten Tage. Das ist schön gestiegen, alles toll, aber wir sind quasi direkt am Widerstandslevel. Und wo müsste mein Stop hin? Naja, mindestens hier unten an dieses letzte kleine Zwischentief bei 618 Dollar. Und jetzt kann ich nach oben kaum was verdienen, bis ich wirklich im Widerstandsbereich drin bin und habe nach unten aber relativ viel Platz, der Kurs fallen könnte oder sehr viel Raum, den der Kurs hinter sich bringen könnte, bevor mein Stop hier geholt wird. Und dann macht das ganze Setup natürlich für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, das sieht so aus, als würde die Aktie weiter steigen wollen, gar keine Frage. Aber das ist natürlich nichts, was dann für mich hier fürs Traden interessant ist. Okay, das nächste, was wir hier drauf haben, ist Hasbro. Hasbro, da will ich auch nochmal kurz auf den Wochenchart schauen. Da sind wir im Wochenchart hier in so einer kleinen Seitwärtsrange gefangen. Da liegt die obere Begrenzung so ungefähr bei 100. Ist auch ein sehr starker Widerstandsbereich, dieses 100er Level. Das kommt nämlich von hier. Ja, das ist das Verkaufslevel. Und hier ging richtig die Post ab nach unten. Und deswegen ist das recht normal, dass wenn wir hier das erste Mal anstoßen, dass der Kurs dann da nicht direkt durchkommt, sondern hier einmal abgewiesen wird. Jetzt ist der nochmal abgewiesen worden, nochmal, nochmal, nochmal hier drüben. Immer wieder werden wir hier am 100er Level abgewiesen. Sehr starkes Widerstandslevel. Naja, jetzt könnte ich hier für 3,20 Euro, für 3,20 Dollar noch in die Aktie reingehen. Müsste auf der anderen Seite hier aber auch 5 Dollar fast riskieren, na, von 96,80 bis hier runter auf 91,80. Das sind 5 Dollar, die ich riskieren müsste, für eine Chance hier vielleicht nochmal zu 100 zu laufen.
da haben wir wieder genau das gleiche Problem. Ja, das steht nicht in einem sinnvollen Verhältnis und deswegen fällt das Ganze aus. Was haben wir noch? Perrigo, Healthcare auf dem Wochenchart, naja, sieht ganz ähnlich aus. Ja, wir haben immer wieder auf dem Wochenchart, sehen wir so spätestens ab 50 Dollar kommen die Verkäufer hier rein und zwar zum Teil sehr heftig, sehr dynamisch. Puh, ist nichts, was ich davor schon gerne kaufen wollen würde. Ja, wenn wir hier über den Bereich 51 gehen, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Na, dann sind die ganzen Widerstandslevel hier überbrückt. Dann könnten wir durchaus noch mal eine Ecke laufen hier bis in den Bereich 57, 58 Dollar. Aber wenn wir jetzt hier unten irgendwo einsteigen, müssten wir uns ganz klar machen, dass hier im Bereich um 50 Dollar ein starkes Widerstandslevel liegt. Jetzt müssten wir schauen, wo gehört der Stop hin? Naja, mindestens hier unten bei 45, 60. Ne? Passt also alles nicht so richtig. Wir könnten mit einem neuen Hoch hier 2,30 Dollar verdienen, hätten hier auf der Unterseite ungefähr 2,10 Dollar, 2,20 Dollar Risiko. Sieht auch nicht besonders einladend aus. Ne? Auch nicht besonders interessant. Okay, dann haben wir hier noch ein paar andere Setups. Okay. Ich sehe jetzt vom Andreas eine Frage drin, welche Parameter sind für die einzelnen Indizes Ichimoku eingetragen? Das sind die Standardparameter. Ja, das ist nichts Besonderes. Das ist hier alles genauso, wie das typischerweise im Ichimoku verwendet wird. Ja, wenn man das immer noch mal kontrollieren will, kann man das machen, indem man hier in die Cloud geht und sieht dann hier die ganzen Einstellungen und das ist 9, 26 und 52. Das sind die Standardeinstellungen und die sind da drin. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Also ich habe hier keine besonderen Einstellungen, keine Geheimrezepte. Das ist alles so, wie sich das hier gehört. Und das sieht im Prinzip in jeder Plattform ähnlich aus, weil eben diese Grundeinstellungen die Standardeinstellungen sind. So, also jetzt sind wir hier in Uniper Networks. Uniper gefällt mir extrem gut, weil wir hier einen sehr, sehr starken RSI haben. Der liegt auf Wochenbasis hier quasi im Bereich der, ich nenne das gerne Power Zone, hier im Bereich knapp vor der 70. Also alles, was so knapp 70 und drüber ist, das ist bei mir die Power Zone. Das sind Aktien, die schieben gerade besonders stark nach oben. Und das setzt sich dann häufig auf dem Tageschart noch eine Weile weiter fort. Und mir gefällt es deswegen ganz gut, weil wir hier über ein sehr wichtiges Doppeltop drüber gelaufen sind, nämlich über dieses hier. Und jetzt im Moment kämpfen wir hier mit diesem Gap Close, vom Wochenchart. Wenn der hält und wir nehmen nochmal dieses Hoch der Vorwoche hier raus, dann denke ich, haben wir sehr gute Karten, dass die Uniper über dieses letzte Allzeithoch hier, über dieses letzte Zwischenhoch hier bei 32,40 ungefähr läuft, 32,40, 32,50. Und dann hätten wir hier auch das Ziel, naja, ich sag mal zumindest diesen Bereich hier wieder anzulaufen, 37 Dollar, vielleicht sogar auch hier oben 40 bis 44 Dollar. Also mindestens erstmal hier den Bereich 37 Dollar. Also schauen wir uns das auf dem Tageschart an. Dann sehen wir auf dem Tageschart hier sehr viel Momentum, sehr starke Bewegung in der Uniper. Ich gucke mal gerade kurz, wann die ihre Earnings hatten. So. So, JNPR. Mit dem Beginn der Bewegung am 26. Oktober. Das heißt, wir haben hier ein kleines Earnings Gap und seitdem geht die Aktie hier durch die Decke. Was ich immer sehr gerne mag, hatte ich ja gerade schon mal kurz gezeigt, sind diese Bull Flags, die dann in der Nähe eines wichtigen Levels entstehen. Ja, dieses wichtige Level war hier das 30er Level, dieses alte Hoch. Da sind wir an die 30 hier rangelaufen, haben dann 2 Tage Korrektur gesehen und dann diese Kursexplosion nach oben. Das ist etwas, was sich hervorragend traden lässt. Jetzt haben wir hier eine andere Situation und zwar auch wieder
eine starke Momentumbewegung. Und dann sind wir hier in einen Wimpel reingelaufen. Ein Wimpel, ähnlich wie eine Bullflag, ein klares Korrekturmuster nach einem starken Momentum. Das ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Und jetzt hatten wir gerade gesagt, der Ausbruch über dieses Wochenhoch, der würde dafür sorgen, dass wir diesen Gap Close auch aufrechterhalten können. Und das, was mir hier extrem gut gefällt auch, ist das Volumen. Ja, ich vergrößere das ein bisschen. Wenn wir uns hier einmal das Volumen anschauen, passend zu den Kerzen, dann sehen wir in dieser Kerze nach den Earnings extrem hohes Volumen. Das ist recht normal nach den Earnings. Aber wir haben hier einen klaren Ausbruch über das letzte Hoch unter hohem Volumen. Dann sehen wir hier 1-2 Tage Korrektur mit deutlich niedrigerem Volumen. Und dann kommt hier der Ausbruch. Und im Ausbruch wieder erhöhtes Volumen. Das zweithöchste Volumen der ganzen letzten Wochen hier ist in diesem zweiten Ausbruch gelaufen. Und jetzt haben wir hier diese Wimpelkorrektur unter Minimalvolumen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, denn im Prinzip sehen wir jetzt hier, dass die ganzen Marktteilnehmer, die in diese Bewegung hier aufgesprungen sind und die Aktie sich hier ins Depot gelegt haben, dass die kein Interesse haben, dass die hier oben schon wieder zu verkaufen, dass die kein Interesse haben, die Gewinne mitzunehmen und die Aktie hier oben in dem Bereich herzugeben, denn dann wäre das Volumen deutlich höher. Ja, wir haben hier immer noch ein sehr, sehr geringes Handelsvolumen. Und ich würde jetzt schon gerne sehen, dass wir aus dieser Bewegung hier auch nach oben wieder ausbrechen. Und hier würde ich dann auch jetzt einen entsprechend aggressiven Trade aufbauen. Wir haben ja gerade gesagt, aus dem Wochenchart können wir uns hier die nächsten Ziele raussuchen. Ich gehe noch mal kurz in die Woche. Aus dem Wochenchart haben wir die nächsten kleinen Ziele hier bei 37 ist das größere Ziel. Und dann haben wir hier unten nochmal bei 34,20 ungefähr ein recht wichtiges Level. Dafür vergrößere ich mal hier diese letzte Bewegung, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Hier diese Korrektur, die in diesem Auffangniveau hier auf diesem kleinen Kauflevel hat die angehalten, hat nochmal deutlich Druck von da gemacht und dann sind wir hier unter dieses Level weggebrochen. Das hier also Widerstand um 30 Dollar, hatten wir auch gerade gesehen schon an den alten Hochs. Da sind einige alte Hochs, die sich hier im Bereich um 30 Dollar aufgehalten haben. Das kommt von diesem Verkaufslevel, was wir hier sehen, wenn ich das mal einzeichne, dieses Verkaufslevel hier. Ja, dann schauen wir hier gleich nochmal nach rechts rüber und sehen also, wo der Widerstand quasi dann her ist, an dem wir hier ein paar Mal hängen geblieben sind. Und wenn wir uns das nächste Verkaufslevel einzeichnen, das ist im Prinzip dieses hier. Na, deswegen habe ich eben gesagt, 37 wäre das Kursziel. Jetzt haben wir ja eben ganz kurz geschaut hier und haben gesagt, okay, hier na, um 34,20 haben wir auch noch mal ein kleines Level. Das halte ich jetzt nicht für besonders stark. Das sehen wir auch, wie schnell und wie dynamisch hier der Durchbruch war. Ich erwarte also im Prinzip schon, dass wir Richtung 37 laufen. Aber wir müssen das jetzt einfach mal mit berücksichtigen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz den Verlauf hier an, na, und sehen, wir sind also einmal hier, naja, da sind wir bis 29 gelaufen. Hier sind wir auch bis 29 gelaufen. Hier sind wir in den Widerstandsbereich reingelaufen. Von da kamen wir runter. Dann sind wir wieder in den Widerstandsbereich reingelaufen, sind wieder deutlich runtergekommen. Na, sind hier nochmal in den Widerstandsbereich reingelaufen, sind wieder deutlich runtergekommen. Also das passiert nicht ohne Grund, sondern das passiert deswegen, weil wir hier drüben von hier ein wirklich sehr, sehr starkes Verkaufslevel haben. Die Stärke der Verkaufslevel kann man messen an der Bewegung, die danach gekommen ist. Das ist diese Bewegung hier. Die ist sehr dynamisch. Diese Bewegung. Und wenn wir uns das Verkaufslevel hier anschauen, das ist auch schon eine recht dynamische Bewegung. Und deswegen rechne ich auch nicht damit, dass die Aktie in einem Schwung hier das 37er-Level nimmt, sondern wahrscheinlich ähnlich, wie wir es halt hier mit dem 30er-Level gesehen haben, na, immer wieder da mal reinläuft. Hier
hier. Und jetzt sind wir wieder in diesem Level drin. So, jetzt haben wir aber auch gesagt, wenn wir das Hoch nochmal überschreiten, das ist ja ein Wochenchart wohlgemerkt, ja, dann haben wir hier nur eine ganz kleine Konsolidierung gesehen nach einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung. Und wenn die fortgesetzt wird, dann gehe ich auch davon aus, dass das Momentum, was dann noch im Markt ist, reicht, um hier oben den Bereich 32,20 rauszunehmen. Dementsprechend gehen wir jetzt hier in diesen Tageschart und setzen jetzt hier unseren Trade rein, nämlich auf 31,80, eine Stop-Order. Den Stop-Loss würde ich recht eng hier platzieren. Ich sag mal auf 29,80, dann haben wir hier so $2, die wir Risiko eingehen. Und dafür können wir ja ungefähr $5 verdienen, nämlich so bis 36,80 bis zum größeren Widerstandslevel. Das ist ein 2,5:1, was wir hier traden können. Und entsprechend bin ich dann eben auch bereit, das Ganze zu riskieren. Wir haben dann also $2 Stop pro Aktie. Wir liegen hier immer so bei 300, $350, die wir ungefähr Risiko nehmen wollen für die einzelnen Trades. Das heißt, da nehmen wir hier einfach mal 150 Aktien mit $2, sind das $300 Risiko, die wir da nehmen. Da lege ich die Order hier im Prinzip auch rein. Das würde jetzt bedeuten, wenn wir hier nach oben rausgehen und sehen einen dynamischen Break, dann würden wir bei 31,80 die Uniper hier auf der Long-Seite nehmen. Sollten wir vorher hier deutlich unter 30,80 zurückfallen und dann hier so eine kleine Abwärtssequenz aufbauen, dann hat sich dieses Setup erledigt, dann ist das hinfällig. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein und lege mir hier zusätzlich einen Preisalarm rein für das Level 30,81, dass ich automatisch benachrichtigt werde, falls der Kurs hier nach unten durchrutscht, denn dann nehme ich hier oben das Kaufsetup auch wieder raus. Also das wäre das Erste, was wir jetzt hier reinlegen. Dann haben wir hier noch die McDonald's auf der Signalseite. Ja, die ist mir, muss ich ganz klar sagen, zu weit gelaufen. Wir sind hier direkt am All-Time-High. Der Ausbruch ist schon erfolgt. Ich wüsste jetzt nicht so genau, bis wohin wir jetzt hier noch laufen sollen. Wenn wir uns das Kursziel, wie wir das ja so häufig machen, aus der letzten Korrektur hier rausholen, dann sehen wir relativ schnell, dass da einfach nicht mehr genug Luft für uns ist, um da oben noch irgendwo einzusteigen. Ja, dann haben wir hier ein Kursziel von $264. Und wenn wir wie immer oder wie wir das hier so häufig machen, im Breakout agieren wollen, dann wäre das ja erst hier oben über 257. Und dann hätten wir gerade mal hier ein paar Dollar Platz bis 264. Kommt also eher nicht in Frage. Interessanter wird das Ganze, falls wir jetzt eine etwas größere Korrektur sehen, einen etwas größeren Rücksetzer. Vielleicht nochmal hier auf dieses Ausbruchslevel hier drüben und dann sehen, dass die Aktie sich wieder fängt und wir können irgendwo in diesem unteren Bereich hier einsteigen und hätten dann ordentlich Platz bis zu diesem Kursziel. Dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das heißt, wir können hier am Ende das Gleiche machen, lassen uns hier einmal benachrichtigen, ja, wenn die Aktie hier den Bereich 247, den unteren 247er Bereich testet. Dann gibt es auch hier eine Mail und dann würde ich mir das auch nochmal genauer anschauen. Walgreen ja, ist übergeordnet abwärts hier. Das gefällt mir noch nicht so gut. Und das, was mir hier am wenigsten gefällt, ist, das ist, waren hier die Earnings, ist die Earnings-Kerze, die wir hier sehen. Weil das, was jetzt im Prinzip passiert, ist, dass der Kurs seit den Earnings sich hier seitwärts innerhalb dieser Earnings-Range schiebt. Und solange wir hier nicht nach oben oder nach unten rausgehen, kriegen wir hier keine neuen Informationen. Und das wäre jetzt hier wirklich blind geraten, wenn wir irgendeine Position aufbauen, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn wir uns die übergeordnete Sequenz anschauen hier, dann sehen wir, Walgreens ist auf dem Wochenchart hier, kommt von $85 und ist jetzt gerade mal so in der Mitte der Range bis zum Tief hier um $33, ist also auch nicht besonders stark im Verhältnis zum Gesamtmarkt, ziemlich schwach, also auch nichts, was ich irgendwie auf der Long-Seite nehmen möchte. Das sind hier alles Signale von gestern, die sind erstmal jetzt auch nicht so interessant. Hier habe ich vorhin schon eine Position aufgebaut in der NetApp, denn
Die NetApp gefällt mir sehr, sehr gut hier auf diesem Niveau. Ich bin jetzt hier mal im Wochenchart und jetzt sehen wir, im Wochenchart war das hier das große Widerstandslevel aus der NetApp. Das lag hier zwischen 84, 80 und 88, 40 ungefähr. Das war das große Widerstandslevel. Da sind wir hier einmal rangelaufen und dann hat die Aktie sehr dynamisch hier den Durchbruch gezeigt. Und das, was wir jetzt hier sehen momentan, das ist im Prinzip nichts anderes als eine schöne Korrekturrange auf dem Wochenchart. Ja, das ist eine Korrekturrange im Wochenchart. Und das sieht sehr bullisch aus, was ich hier sehe. Und meiner Meinung nach, zumindest nach meiner Markterfahrung, die ich so habe, eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass so eine hohe Flagge auf dem Wochenchart in Richtung des übergeordneten Trends verlassen wird. Das würde heißen hier in Richtung, in der Long-Richtung. Und wenn wir hier auf Ichimoku schauen, ja, hier ist alles positiv. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke, sind aber die letzte Zeit seitwärts gelaufen. Das heißt, die Differenz vom Kurs zur Wolke, die ist kleiner geworden. Ja, da waren wir hier sehr weit weg von der Wolke. Und hier sind wir jetzt schon nicht mehr ganz so weit weg. Das heißt, dieser ganze Bereich hier, der holt gerade so ein bisschen auf. Dieser Unterstützungsbereich holt auf. Und das ist immer eine gute Variante. Ja, Aktien haben zwei Möglichkeiten zu konsolidieren oder zwei Möglichkeiten zu korrigieren. Das eine ist über den Preis. Über den Preis heißt, wenn wir hier eine deutliche Korrektur sehen, ja, dann korrigiert eine Aktie über den Preis. Das zweite ist die Korrektur, die jetzt hier stattfindet. Das ist eine Korrektur über die Zeit. Ja, und es ist eben immer sehr bullisch, wenn wir in einem starken Trend, ja, keine Korrektur sehen über den Preis, wie es hier gelaufen ist, sondern eine Korrektur über die Zeit, wie es hier gelaufen ist. Ja, und dann sehen wir auch häufig nochmal eine deutliche Momentumentwicklung, wenn wir denn hier nach oben ausbrechen können. Und heute kam das Signal hier auf dem Tageschart, ja, für den Ausbruch durch diese violette Linie. Ja, wir sehen ja, wir haben ja immer die rote und die violette als Signalgeber. Wir haben diese blaue hier als Signalgeber, wir haben die Wolke als Signalgeber. Wir haben also verschiedene Möglichkeiten, hier Trades präsentiert zu bekommen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann sehen wir, dass die Aktie hier immer wieder auf dem Unterstützungsbereich, nämlich auf der Wolke im Tageschart, hängen geblieben ist und da sofort die Käufer reingekommen sind. Und jetzt sind wir heute über dieses kleine Doppeltop hier, dieses Vorwochenhoch, nach oben ausgebrochen. Sind auch über die violette Linie jetzt nach oben ausgebrochen. Und da kommen diese Signale her. Ja, und dann haben wir hier zusätzlich die Situation, wenn wir irgendwo hier in diesem Bereich über 91 heute schließen, dass dann eben auch die blaue Linie endgültig über dem Preis liegt. Denn die blaue, die trackt immer nur den Schlusskurs auf diesem Tageschart. Und verschiebt das Ganze um 26 Perioden nach hinten, also um 26 Tage nach hinten. Und der Schlusskurs, wenn der in diesem Bereich jetzt hier irgendwo stattfindet, über 91, dann liegt der Schlusskurs über dem Schlusskurs dieses Tages hier, über dem Schlusskurs vom 1. Oktober. Und damit liegt die blaue wieder über dem Kurs. Und auch das ist ein bullisches Szenario. Auch das ist ein bullisches Setup. Und deswegen taucht die momentan hier im Screener auf. Und die habe ich hier in diesem Breakout, habe ich die gekauft. Ich habe das schon gesehen, dass die hier aufgetaucht ist, bevor dieser Breakout stattgefunden hat. Dann hat die sich auch erstmal ein bisschen entwickelt, kommt jetzt aber aktuell mit dem Gesamtmarkt wieder zurück. Ja, das ist jetzt so eine kleine Gesamtmarktschwäche. Hatten wir ja gerade schon gesehen, dass der S&P auch so ein bisschen konsolidiert, ein bisschen zurückkommt. Dementsprechend kommt hier halt auch die Aktie zurück. So, zu den Zielen. Das haben wir hier relativ einfach. Wir schauen uns hier die letzte Korrektur-Range an. Da gibt es also hier mehrere Möglichkeiten. Und weil das Ganze jetzt im Prinzip so eine kleine Seitwärts-Range ist, die hier läuft, ich nehme einfach mal die Kerzenkörper hier, die Tiefpunkte der Kerzenkörper und die Hochpunkte der Kerzenkörper. Das ist ungefähr die Korrektur-Range. Und wenn wir jetzt ein Kursziel haben wollen, dann nehmen wir die Korrekturrange
packen die einmal auf das Ausbruchsniveau, falls die Aktie hier nach oben ausbrechen sollte, obendrauf. Und dann kommen wir hier so ungefähr in den Bereich um 101 Dollar. Ja, knapp 101 Dollar ist das Kursziel. Da haben wir also so, naja, etwas über 8 Dollar, die wir verdienen können. Und haben hier auf der Unterseite na, so 4,80 Dollar Risiko. Passt also sehr gut vom Chance-Risiko-Verhältnis. Und deswegen bin ich in diese Position hier auch schon reingegangen. Ich bin heute noch in eine andere Position rein, die vom letzten Mal, die schauen wir uns gleich noch an, die beim letzten Mal noch offen waren. Ich will nur einmal kurz zeigen, was ich hier heute noch aufgebaut habe. Das war die Expedia. Auch die habe ich heute aufgebaut und zwar in diesem Breakout hier oben drüber. Auch die ist, also die ist gestern hier auf dem Screener aufgetaucht. Ja, und ich hatte heute vorbörslich hier schon mal reingeschaut und da war die eben noch dunkelgrün. Da sind dann immer die Signale vom Vortag noch dunkelgrün. Habe also gesehen, okay, Expedia ist hier neu aufgetaucht im Screener. Hat natürlich hier ein dickes Earnings Gap gezeigt und ist natürlich auch am Freitag nochmal zusätzlich angetrieben worden von den Impfstoff-News, also nicht Impfstoff, sondern von den Covid-Medikamenten-News von Pfizer. Pfizer hat jetzt also hier anscheinend die Wunderpille, ja, die also um 89% die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit von Todesfällen aufgrund einer Corona-Erkrankung reduziert. Das hat natürlich hier für Riesenauftrieb gesorgt am Freitag in den ganzen Reiseaktien, die Fluggesellschaften wieder gefragt, Cruise Lines gefragt, ne, und da dann natürlich auch die Expedia entsprechend mit, aber das war hier eine Kombination, gute Quartalszahlen, also besser als erwartet und diese Pfizer News und die führen jetzt hier zu dem Ausbruch, den wir hier sehen. Und ich finde das deswegen ganz interessant, weil wenn wir hier mal auf den Wochenchart schauen, na, dann sehen wir, auf dem Wochenchart haben wir hier eine deutliche Korrektur nochmal gesehen. Das war quasi die Delta-Variante-Korrektur. Na, wir haben natürlich gesehen, als Corona hier voll zugeschlagen hat, als klar war, dass das eine weltweite Pandemie wird, ist die Expedia-Aktie hier förmlich zusammengebrochen. Und zwar vom Vor-Corona-Hoch bis zum Tief um mehr als 70%. Ja, also das ist schon deutlich. Hat sich dann aber eben auch genauso schnell wieder erholt, war relativ zügig wieder in einem normalen Bereich. Und konnte hier auch schon wieder deutlich über diese Zwischenhochs gehen. Und das, was mir besonders gut gefällt hier an der Aktie, ist die Art und Weise, wie die Aktie reagiert hat auf diese Delta-Variante, die wir gesehen hatten, die auch in Amerika sehr, sehr hart war, die das Land nochmal stark gebeutelt und durchgeschüttelt hat. Und da haben wir hier im Prinzip in dieser mehrmonatigen größeren Korrektur, die gelaufen ist, nichts anderes gemacht, als nochmal dieses Ausbruchslevel hier zu den Vor-Corona-Hochs zu testen. Ja, es ist im Prinzip einfach nochmal dieser Bereich der letzten Hochs hier angetestet worden und dann kamen hier auch die Käufer wieder rein. Ja, und wenn wir uns jetzt das Ganze hier nochmal anschauen, ja, diese Abwärtstrendlinie, die sich dann hier entwickelt hat auf dem Wochenchart, vergrößere das gerade. Ja, diese Abwärtstrendlinie, dann sehen wir auch, dass nachdem dieses Ausbruchslevel getestet worden ist, wir hier so eine Sequenz bekommen haben und die Sequenz hat eigentlich sehr schön gestartet. Die ist direkt über das letzte Zwischentief hier gegangen, über das letzte Zwischenhoch. Ich zeichne einmal kurz den Trendverlauf hier ein, einmal die Sequenz. Das ist so ungefähr die Sequenz, die wir hier gesehen haben. Das ist die Abwärtssequenz. Ja, und wir sind also hier sehr, sehr, sehr dynamisch über dieses letzte Hoch, haben damit auch die Abwärtstrendlinie gebrochen und haben dann für die neue Aufwärtsbewegung, ja, hier den ersten Impuls gehabt. Die Korrektur hat quasi nochmal die alte Trendlinie von oben getestet und jetzt gehen wir hier nach oben raus. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und entsprechend groß sind hier dann halt auch die Kursziele. Na, denn wir machen das wieder ganz genauso. Wir schauen uns jetzt hier an, wie groß war die letzte Korrektur. Das war die letzte Korrektur von diesem Zwischenhoch bis an das Tief.
Die Korrektur legen wir jetzt auf den aktuellen Ausbruch ran und kommen hier in den Bereich 241 Dollar ungefähr als Kursziel. Haben auch ein ganz klares Stop-Level. Das ist nämlich dieses Level hier von vor den Earnings. Da sollten wir jetzt nicht mehr drunter fallen. Wenn wir hier wieder drunter fallen, dann ist die ganze Bewegung hinfällig. Ja, dann ist dieses Setup auch überhaupt nicht mehr interessant. Und deswegen ist es immer besonders schön, so ganz eindeutige Stop-Level im Markt zu haben. Und jetzt sehen wir haben hier ein Risiko von, ich will nicht lügen, 30, 32 Dollar ungefähr. Ein Risiko von 32 Dollar auf ungefähr 52 Dollar, die wir hier verdienen können. Ja. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. 32 Dollar Risiko für 52, die ich verdienen kann. Da bin ich immer gerne dabei, wenn ich hier ein Chart-Setup habe, was mir auch sagt, ich hätte den Vorteil momentan auf meiner Seite. Ja, und deswegen hier nochmal kurz im Tageschart. Ja, dieses Breakout-Level hier, das habe ich genutzt, um in die Aktie dann einzusteigen. Okay. Das ist erstmal das, was wir jetzt für heute hier aus dem S&P 500 ziehen können. Wir gehen mal noch kurz in die, ich packe das gerade noch schnell in unsere Longliste rein, dass wir das dann auch alles hier auf der Uhr haben. Die Uniper, die kommt noch auf die Longliste und dann hatten wir die NetApp hier noch für heute auf der Longliste. Dann gehen wir jetzt einmal in diese Liste rein und schauen, was dann vom letzten Mal da noch übrig war. Da haben wir hier zum einen die Analog Devices, die hatten wir beim letzten Mal noch offen. Da lag der Stop hier unten noch, den hatten wir nachgezogen schon von dem Bereich 156,60 hier ungefähr auf diesen Bereich hier um 162. Dieses Stop-Level hier unten, das hat gehalten, das heißt, wir hatten den letzten Stop in der letzten Session hatten wir hier. Wer die nicht gesehen hat, kann sich das gerne nochmal in der Aufzeichnung anschauen. Das ist auf dem YouTube-Kanal von FX Flat zu finden. Also auch was die Trade-Planung betrifft und auch die Trade-Betreuung. Ich würde euch immer empfehlen, euch das nochmal anzuschauen, weil dann seht ihr halt auch genau, wie diese Positionen betreut werden und könnt da sicherlich für euch selber auch eine Menge mitnehmen. Und da sehen wir dann die letzte Korrektur, die hier gelaufen ist, ist relativ schnell wieder aufgekauft worden. Oh Wunder, ja, hier am Unterstützungsbereich an der Wolke und hat jetzt inzwischen hier ein deutlich neues Hoch generiert. Und dadurch, dass wir ein deutlich neues Hoch haben, haben wir die Möglichkeit, den Stop-Loss hier hinterher zu ziehen. Na, unser Kursziel liegt hier oben bei 195. Das habe ich nochmal angepasst. Ihr kennt ja nur inzwischen die Variante, wie ich meine Ziele suche. Na, ich habe dieses Level hier genommen, das letzte, die letzte Korrektur. Und da lagen wir dann hier ungefähr bei 194. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal verschieben, nämlich hier hin und schauen uns diese letzte Korrektur an, ja, dann kommen wir witzigerweise hier auch in den gleichen Bereich, ne, einen Dollar höher. Und um diese paar Cent habe ich das Ganze hier noch angepasst. Das ist also dann das Kursziel, was sich aus dieser letzten Korrektur ergibt. Ja, und jetzt seht ihr aber, egal welche wir nehmen, ne, wir kommen so ungefähr auf den gleichen Bereich. Ne. Okay, dann hatten wir beim letzten Mal noch offen die Hilton. Die ist inzwischen raus. Die hatte den Stop hier unten, hatte das Ziel hier oben bei knapp 148 Dollar. Ist am Zielbereich rausgegangen. Hilton Worldwide war ein schöner Gewinn, war ein super Treffer, den wir hier gelandet haben. Von 128 sind wir hier rauf auf 148. Hat sich jetzt noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Am Freitag natürlich auch hier durch die Medikamenten-News, die wir gesehen haben. Aber sowas ist für uns dann relativ egal. Ne, wir waren mit der Position hier am Ziel bei ungefähr 148 waren wir raus. Haben den Gewinn mitgenommen und dann war natürlich auch diesen Setback, den wir hier gesehen haben auf 140, der war für uns dann natürlich auch schon egal. Also das mag ich immer ganz gerne, wenn Kursziele erreicht werden. Wir sehen dann die deutliche Korrektur, dann hat es nämlich auch wieder gut funktioniert, dass wir unsere Kursziele nach bestimmten Mustern suchen. Ja, und hier sehen wir auch eben Kursziel erreicht und sofort kam hier 4, 5 Handelstage Korrektur. Dann haben wir noch eine Position in der Royal Caribbean.
Da hatte ich auch in der letzten Session vor 4 Wochen hier schon gesagt, das hier oben, das ist unser erster Zielbereich, 98, 99 Dollar. Der ist erreicht worden am Freitag. Wäre eine Möglichkeit gewesen, hier Gewinne mitzunehmen. Aber wenn wir uns das Ganze im Wochenchart anschauen, dann sehen wir, dass wir im Wochenchart hier noch deutlich höhere Ziele finden. Und zwar in diesem Bereich hier um 100 Dollar, in diesem Bereich hier oben um 106 Dollar. Und wir können hier auch noch eine ganze Ecke weitergehen, hier um 116 bis 120 Dollar rauf. Und das Fernziel würde dann irgendwann wieder hier oben bei 133 liegen. Und deswegen, insbesondere weil die Trades in der letzten Zeit hier auch extrem gut gelaufen sind und hier gute Gewinne angefallen sind, habe ich mich dazu entschieden, hier nicht am ersten Zielbereich die Gewinne mitzunehmen, sondern zu versuchen, das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen zu lassen und mal schauen, wie weit uns das oder mal zu schauen, wie weit uns das hier noch bringen kann. Ja, im Prinzip ist der Plan jetzt folgender, dass wir hier eine Korrektur abwarten. Ja, wie auch immer die verläuft, die könnte ein bisschen dynamischer sein, weil es wirklich ein hartes Widerstandslevel ist hier oben. Da könnte die auch durchaus dieses Gap nochmal schließen. Na, und wenn wir dann das Gap geschlossen haben, dass wir hier vielleicht wieder ein bisschen rauflaufen und dann haben wir auch die Möglichkeit, den Stop nachzuziehen und Gewinne zu sichern. Das ist im Moment noch nicht möglich, weil wir einfach eine durchgehende Bewegung haben hierhin. Na, und dann muss man sich immer entscheiden, möchte man gerne hier den Gewinn mitnehmen und sagen, ich mache den Sack zu, das war es, Dankeschön. Das hätte ich gemacht, wenn in der letzten Zeit die Trades nicht so besonders gut gelaufen wären. Na, dann sagt man immer Dankeschön für den Gewinn und nimmt den dann auch gerne mit. Aber dadurch, dass wir sehr gute Trades hatten hier über die letzte Zeit, habe ich mich fürs Risiko entschieden, habe gesagt, ich lasse den gerne laufen. Der zweite, das Landing Club haben wir nach der letzten Session aufgebaut. Das war ein Setup, was wir hier reingelegt haben vor 4 Wochen. Und zwar für den Breakout hier über dieses Zwischenhoch. Hatte ich auch erklärt, ja, warum das interessant war und wo das hergekommen ist. Also auch da gerne nochmal reinschauen. Jetzt hat Landing Club Zahlen gebracht. Die sind außerordentlich gut gewesen. Die Aktie hat hier nochmal eine deutliche Dynamik gezeigt. Und das, was mir im Moment sehr gut gefällt, ist diese kleine Bullflag, die hier läuft. Ja, eine schöne Bullflag. Hier ein Ausbruch nach oben würde die ganze Bewegung weiter bestätigen. Ich gehe mit dem Stop jetzt hier an das Level von vor den Earnings. Das ist das Level direkt von vor den Earnings. Das heißt, wir haben das Risiko arg reduziert auf die Aktie. Ich kann ja nochmal das alte Stop-Level hier eintragen. Das lag ungefähr hier in diesem Bereich. Haben also deutlich das Risiko jetzt reduziert. Und das, was ich jetzt gerne sehen möchte, wäre ein dynamischer Ausbruch hier nach oben. Und wenn wir dann uns Richtung des Kurszieles hier so um 57 Dollar bewegen, dann wäre ich auch dabei, hier den Stop deutlich aggressiver hinterherzuziehen. Ja, warum sind wir da oben jetzt bei 57 Dollar? Das können wir uns anschauen. Also auch der Bereich, wo wir jetzt hier sind, 47 Dollar, ist ein starkes Widerstandslevel. Ne? Da müssen wir jetzt mal einfach schauen, wo das herkommt. Das kommt nämlich von hier drüben. Da, diese ganzen Dochte, die wir hier auf dem Wochenchart sehen, da sind doch deutlich die Verkäufer reingekommen. Ja, und sehen wir, haha, das gleiche Level wieder. Die Aktie läuft hier rein, bleibt hängen und kommt zurück. Prinzipiell erstmal nicht schlimm. War zu erwarten, dass wir hier nicht in einem Atemzug durchkommen. Ja, aber insgesamt, ja, ihr seht das, diese Bewegung, die sieht schon sehr, sehr bullisch aus. Und ich bin jetzt hier an das 57er Level gegangen, weil das hier nochmal hier so eine kleine Zwischenbase war, bevor dann diese Abwärtsbewegung hier gestartet hat, diese sehr dynamische. Deswegen wäre das das nächste Anlauflevel. Wir hätten auch noch eins, das liegt deutlich weiter oben. Das ist dieses hier. Auch das ist durchaus interessant. Ja, ist kein schlechtes Level, also so um 70 Dollar. Vielleicht lasse ich mich auch noch dazu hinreißen, hier nur die Hälfte mitzunehmen und die andere Hälfte dann hier für oben hinzulegen. Und das hätten wir dann im Prinzip so geregelt, ja, dass wir sagen, wir nehmen eine Hälfte hier in dem Bereich mit, die zweite Hälfte hier oben. Das kann man natürlich auch hier unten schon machen.
Es wäre also nicht falsch, jetzt hier zu sagen, okay, ich nehme die Hälfte der Chips vom Tisch und versuche den Rest laufen zu lassen. Ja, also auch das eine durchaus gute Variante, sowas zu traden. Dann hatten wir vom letzten Mal hier die S&P Global. Die haben wir in diesem Bereich hier aufgebaut. Da liegt der Stop im Moment auch schon recht dicht dran hier an der 434 Dollar Marke. Sieht auch alles gar nicht so verkehrt aus. Auch hier im Moment ja so eine Bull Flag zu erkennen. Na, gefällt mir auch ganz gut. Das bedeutet, sollten wir nochmal über 4,68 drüber laufen, dann würde ich den Stop hinterherziehen an das Zwischentief. Ansonsten lassen wir das Ganze sich hier erstmal weiter frei bewegen. Ja, auf dem Wochenchart sieht man die Dynamik hier drin. Na, also Gersh-Trend sehr kräftig nach oben und entsprechend bullish bin ich hier auch für die Aktie noch immer. Ja, kleine Korrektur ist nicht weiter schlimm. Wir sehen auch, dass hier das Volumen in der Korrektur abnimmt. Wir haben das höchste Volumen, ich zeige nochmal den Tageschart, ja, wir haben das höchste Volumen hier in der Ausbruchsbewegung, auch in den Folgebewegungen, in diesen beiden Kerzen hier, diese beiden grünen Kerzen, sehr starkes Volumen und dann gehen wir hier sukzessive erstmal wieder nach unten im Volumen. Ja, also auch das erstmal noch bullish. Dann hatten wir letzte Woche noch ein Setup in der KKR. Da sind wir in diesen Ausbruch hier eingestiegen und hatten das Kursziel hier oben irgendwo bei 78. Also die Position ist auch schon raus. Die haben wir hier gar nicht zeigen können. Wir waren beim letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, könnt ihr euch auch gerne auf dem Video nochmal anschauen, waren wir hier am 11. Oktober an diesem Handelstag und haben gesagt, hey, ich würde das gerne kaufen, wenn wir hier über 67, 37 gehen, aber nur, wenn wir vorher zwei, drei Tage Konsolidierung sehen. Wenn wir direkt hier oben durchlaufen, dann möchte ich das Setup nicht traden, weil dann würde der Stop hier unten hingehören. Ich zeichne das alles gerade noch mal kurz ein. Also das ist das Level hier, um was es ging. Dieses 67 und der Stop hätte für einen direkten Kauf hier unten hingehört. Und jetzt haben wir ja immer eine ganz typische Variante, wie wir unsere Kursziele finden, nämlich von hier bis da und das Ganze dann hier einmal oben drauf gelegt, also Kursziel Bereich 76,20, 76,30, im Prinzip hier. Ja, das wäre die Kurszielbestimmung. Und jetzt hatte ich folgendes Problem, wenn der Ausbruch direkt gelaufen wäre, hätte der Stop hier unten hingehört. Und das ist kein Chance-Risiko-Verhältnis, was ich gerne traden möchte. Deswegen war die Idee, wenn wir zwei, drei Tage Konsolidierung sehen, den Ausbruch über dieses Zwischenhoch zu handeln. Die Ausführung ist hier erfolgt mit der Eröffnung dieser Kerze. So, und der Stop, der musste dann nicht mehr da liegen, sondern den habe ich hier ein bisschen großzügiger unter dieses letzte Tief gelegt. Das Ziel ist da geblieben. Ja, und jetzt schaut euch das Chance-Risiko-Verhältnis an. Wenn wir hier jetzt mal das messen, dann sind wir hier bei 1 zu 1, 2 zu 1, 2,8 zu 1 ungefähr. 2,8 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, jetzt wisst ihr ja, wir bauen hier Trades auf mit ungefähr 300, 350 Dollar Risiko. Sagen wir mal 300 Dollar Risiko. Ja, dann habt ihr hier 800 Dollar verdient auf dem Trade, für den ihr 300 Dollar Risiko eingegangen seid. Na, und das ist genau das, was wir haben wollen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze auch immer so an. Und die anderen drei sind die von heute hier. Die haben wir jetzt aufgebaut. Also wir nehmen jetzt die KKR hier wieder raus. Wir nehmen die Hilton raus, weil die gelaufen sind. Dann haben wir jetzt momentan für dieses Depot hier noch 1, 2, 3, 4 Trades auf, die noch von früher sind und haben jetzt zwei neue von heute und eine neue Order von heute. Und so verbleibt das Depot dann auch wieder bis zum nächsten Termin im Dezember. Ja. Okay, das wäre es im Prinzip von mir gewesen. So. Ich mache mal die Bildschirmübertragung hier aus. So,
schaue hier noch mal kurz rein. Sag vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Ihr wart sehr zahlreich dabei. Ganz toll. Ich schaue noch mal kurz in die Fragen. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Ich schaue noch mal kurz in die Fragen. Also, was haben wir hier? Welche Signale kam? Ach so, okay. Noch mal die Frage zum Anfang. Also, Peter, da wirklich mal bitte in das Handbuch reinschauen. Da sind 10 oder 12 Strategien drin. Da siehst du dann, was dafür geeignet wäre. Okay, was haben wir noch? Der Roland hat gefragt, zum Tassa-Henkel-Setup, ob ich nach dem Schlusskurs über den Henkel einsteige. Ich nehme meistens bei Einzelaktien schon gerne direkt die Breakouts. Ja, also wenn ich sehe, dass ich da ein klares Einstiegslevel habe, dann lege ich das gerne da schon rein und lasse mich dann da einstoppen. Man kann auch immer warten, bis die Tageskerze beendet ist und dann den Ausbruch über die Tageskerze nehmen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich nehme gern direkt die Breakouts. Okay. Ach so, und wie ich den Görstrend bei der NetApp bewerte. Also, gehen wir hier einmal kurz rein. Der ist noch grün. Ja, das ist für mich in Ordnung. Weil zum einen, ich zeige es mal kurz. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier so sehr dynamisch nach unten kommen wie hier. Ja, das ist hier alles deutlich länger seitwärts. Dann haben wir hier die nächste Stufe. Das ist alles noch länger seitwärts. Und der ist im Prinzip noch grün. Ja, was ich ganz gerne mache noch für meine Trades, dass ich mir dann auch noch den Slow Stochastic anschaue. Und da sieht man dann, wenn man sich den anguckt, auch, dass wir hier in den... Wolltest du das zeigen? Weil wir sehen deinen Bildschirm nicht. Ach so. Ja, klar wollte ich das zeigen. Danke für den Hinweis. Also, da haben wir es nochmal. Ja, das, was ich jetzt hier eben gezeigt habe, ist, dass wir hier relativ lange seitwärts gelaufen sind. Wir sind jetzt hier nicht so sehr dynamisch nach unten gekommen, wie das sonst manchmal der Fall ist. Da haben wir jetzt hier gar nicht so eine Situation, weil die Aktie halt relativ stark ist. Aber wir sind hier eher seitwärts gerichtet, sind auch hier jetzt eher seitwärts gerichtet, sind aber noch leicht grün. Ja, und sehen eben, dass die Korrektur immer wieder unten in diesem Supportbereich um 88 Dollar aufgefangen worden ist. Und solange wir jetzt hier im Görsch-Trend noch grün sind, ist das für mich in Ordnung, hier die Setups zu traden. Zumal, ich gehe mal in den Wochenchart, ja, zumal das hier der Wochentrend ist. Okay, der ist sehr stabil. Der kommt so gut wie gar nicht zurück. Anders sieht das Ganze aus, wenn wir eine Situation haben wie hier, ja, wo wir sehen, wir kommen sehr stark auch auf dem Wochentrend zurück und haben dann vielleicht auf dem Tageschart einen Trend, der nur ganz knapp noch grün ist, dann würde ich in so eine dynamische Abwärtsbewegung hier nicht irgendwo reinkaufen und ein Long-Setup nehmen. Aber das haben wir hier eben nicht. Das Ganze läuft hier mehr oder weniger stabil seitwärts. Und wir haben in diesem stabilen Wochentrend jetzt einen Tagestrend, der noch okay ist. Ja, und deswegen ist das für mich völlig in Ordnung, dieses Setup hier an der Stelle noch zu traden. Und wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen größer ziehen, dann sehen wir hier auch, dass wir über die letzten Tage schon wieder eher anziehen. Ja, wir kommen hier schon wieder eher nach oben. Und sollten wir hier weiter im Bereich über 91 verbleiben bis heute zum Handelsschluss, dann wird auch die nächste Kerze, die jetzt hier kommt, wieder ein Stückchen länger sein. Und dann wird dieser Aufwärtstrend hier auch wieder weiter bestätigt. Und deswegen gefällt mir das Setup momentan eben noch gut. Ja. Okay, was haben wir noch hier? Ja, klasse gemacht, wie immer toll, da freue ich mich natürlich. Vielen Dank, super interessant. Wir haben zu danken, vielen Dank für die Infos, prima, danke, vielen Dank, macht immer wieder Spaß, ja, hervorragend. Da freue ich mich doch besonders, ja. Also, dann würde ich euch gerne einladen, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Da schauen wir uns dann auch an, was aus den ganzen Positionen hier wieder geworden ist, wie wir die betreut haben. Und ja, bis dahin bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen als einen schönen Abend, erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal. Ja, super. Ich schließe mich auf jeden Fall hier den Feedbacks an. Vielen, vielen Dank für das Webinar und ich nehme das Angebot sehr gerne an. Also ich kann jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber der 22. sieht gut aus, dass wir den Termin machen. Da schreibe ich dir natürlich noch. Und ansonsten ganz normal dann nächsten Monat, der 13.
Haben wir wieder Kannst du den nächsten. den Termin für den 22. einfach hier in die Serie einfügen, dass man sich Yes, dafür Sir. mal anmelden muss? Hervorragend, dann machen wir Kann das doch ich. so. Machen wir das so. Perfekt. Und ja, dann würde ich sagen, steht das auch schon fast. Also am 22. machen wir das, den Termin. Ich werde aber nochmal genau schauen. Sollte aber passen. Bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Erfolgreiche Trading-Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Danke, Martin. Schönen Abend und bis dann. Ciao. Ciao.